Dernbach im Westerwald, die Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Wie jeden Morgen seit 3 Jahrzehnten warten Peter und Günther im Büro auf Kundenanrufe. Und Uwe und Manni schlachten in der Werkstatt ein Schrottauto aus. Aber wie so groß reicht Ast rein. Die machen wir zuerst raus. Geht mal an. So machen wir. Ich fahre durch die elektrischen Fenster runter. Die kannst du runterfahren, ja. Mal gucken hier. Jo. Okay. Ich bereite mal vor. Ludolf. Guten. Moment. Für einen Käfer hat er angerufen vor einiger Zeit wegen H4-Scheinwerfer. Und du hast gesagt, der ist vorrätig. Ja, 2 Stück, die geklebten Lampen. Ja, 2 Stück, die geklebten Lampen. Jo. Bitteschön. Tschö. Hier ist viel Gutes über den Westerwald und so weiter. Advent, das wird gut. Miniaturwelt, das sind über 2000 PKWs, LKWs und so weiter. Das ist hier im Westerwald. Das sieht super aus. Fantastisch, gell? So, mein Freund, guck mal nach, ob es den richtigen jetzt erwischt. Es gibt wieder eine Probleme. Irgendwie werde ich das hinkriegen. Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Doch anders als bei Peter will bei Manni und Uwe noch keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Und man denkt ja, Weihnachten kaufen die Leute weniger wegen Geschenke, aber die Autos müssen laufen, die wollen zu ihren Verwandten hin. Und das Auto muss laufen. Wenn bei der Lagerung das mit Fenster steht, ja, noch ein bisschen gehen die Scheiben fliegen. Gut, das war's. Gut. Und die Kunden wollen eine heile Scheibe haben und dann wird das auch danach gelagert. Ja, das ist normal ein Frauenauto, im Prinzip zu 90%. Ja. Normal haben sie aber hier immer Düllen. Dann haben die Türen alle kleine Düllen, die haben manchmal 10, 15 Düllen. Eine Tür ohne Düllen, wie diese hier, ist fast ist unmöglich. Nicht drin. Kann man sich kaum vorstellen. Nein. Das war, ist mal eine Ausnahme. Und da hat auch eine junge Frau gefahren. Ja. Warte mal, was ist denn da alles? Verschenken die sogar Autos. Hier. Ein Tempo. Ja? Schrott, reif. Das wäre doch was für uns. Ja, trotzdem super. Wenn du eine Schande sind zu verschrotten. Würde ich auf jeden Fall machen, umsonst. Ist nicht weit. Ich rufe nachher mal an. Ja. Egal wie schrottig der ist. Genau. Dann wird er aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja früher viel die Goliaths gehabt, aber auch die Tempos. Der Goliath ist ja nur einer, der war ja von anderen Herstellern. Die meisten Goliaths, was wir hatten, hatten die Lampe in die Haube gehabt. Ganz genau. Aber wir haben auch, guck mal, den Tempo, was da oben ist, auch bestimmt 20 Stück gehabt. Ja, 20 bestimmt, ja. Pure Romantik für uns. Deswegen ist ein Dreirad. Richtig. Fatih hat noch bis vor seinem Tod ein Goliath-Motor, ein Getriebe und Lichtmaschine, alles sich schon besorgt gehabt. Und jetzt wollte er unbedingt ein Tempo oder ein Goliath haben. Ist so das weiß dasselbe. Ich. Die Sachen hat er noch liegen. Ja. Während Peter in der Familiengeschichte schwelgt, widmen sich Uwe und Manni mit Hingabe dem französischen Kleinwagen. Sie zerlegen den Renault Twingo in seine Einzelteile. So, Manfred, die brauche ich mal was zum Kaputtmachen hier. Ja, lass mal gucken. Ich mach gerne kaputt. Bring mal Seitenschneider mit. Das hast du mir viel zu spät gedacht. Dann kannst du mal laufen. Dann brauchst du heute Abend keinen Spaziergang machen. Was darf ich kaputt machen? Du, ich gebe dir gleich, zeig dir, was kaputt machen kann. Ich darf das kaputt machen? Weil ich das nicht so schimpft, der Peter, der Klappe runter. So, jetzt mach den Arm ab. Da habe ich Probleme mit. Ja, du hast immer Probleme. Wenn du kaputt machst, ist nicht schlimm. Das lass mal Peter kommen, sonst schenkt er wieder. Das lass ich den Peter machen. So, der Arm setzt sich hier immer fester, rostet hier immer fester. Und oxidiert fester. Oxidiert oder rostet das teilweise hier rostet. Weil der Arm ist aus Eisen. Und die Scheibenwischerarme, die gehen immer los und bringen auch gutes Geld. Und dann lass mal den Peter machen, hol den mal. Ich hol den mal. Ich tue ein bisschen Sprühe schon mal. Kein Problem. Jo. Wir haben so viele gute Geschichten damit. Wir haben jahrelang damit gefahren.
Wir haben viele Sachen miterlebt, wo ich auf dem Goliath saß und der Uwe mit dem Goliath überschlagen ist und ich runtergefallen bin. Oder mit dem Tempo, ja, weißt hier du noch, mit diesen hier. Wer sich auf die Backe gelegt hatte ich oder so wollte weiterfahren. Ich bin 70 Meter durch die Gegend geflogen. Ja. Aber hab mir nichts gebrochen, ich war ja noch jung. Peter? Ja? Kannst du bei den Zwingo den Heckfischer abmachen? Der ist oxidiert drauf. Gucken wir mal nach, ob das klappt. Ja? Okay. Ich hab was für euch. Ja? Was Schönes, was Romantisches und Schönes. Wirst du gleich sehen, ja. Ich mache es von Uwe und dir. Okay, dann gehen wir mal ins Sonst Uwe. Sonst ist der Uwe beleidigt wieder. Du kennst ihn. Okay, der weiß ich. Tschüss, tschüss. Komm nicht zu früh wieder. Da willst du mir was Schönes sagen, aber das soll der Uwe ja aufwissen. Richtig. Ja. Da solltet beide euch freuen drüber. Ja. Das hat was mit pure Romantik zu tun. Und Arbeit. Da bin ich gespannt. Uwe? Ja? Peter will dir, glaube ich, was erzählen. Was erzählt? Ja, wie dein Scheibenwischerarm macht. Nee, der will irgendwas erzählen. Ja, das ist sowas Wichtiges wie ein scheiß Scheibenwischerarm. Ja, den will ich nicht kaputt machen, sonst kriege ich einen Ärger von dir. Ich versuche es. Du versuchst es. Hier ist was Romantisches. Nackte Frau, jetzt kommt es garantiert. Komm, das hat was mit unserem Muttichen und Vatichen ja, zu tun. Ja, das war anders. Wie steht das von Mutter? Banause. Ja, was über Mutter und Vater? Du kleiner Schatz. Nicht über Mutti und Vatichen. Ich denke ja immer über nackte Mädchen, weißt du doch. Ja. Hier. Ja. Es steht ein Schrottreifer Dreirad. Ihr holt ihn ab oder irgendwas, dann werden wir die Teile besorgen. Dann kommt der so richtig schön verschmückt, wird weihnachtlich gemacht. Mhm. Oh, das würde noch was anderes sein. Ja. Ich tue mal mehr kundig machen. Ja. Weiß ich nicht was, so ganz Beleuchtung für ein Haus und alles. Wie Amerika. Und draußen. Peter, du hast wohl mal was wie Amerika. Hier los, ist mal richtig romantisch ja, hier. Ja, ist romantisch. Du fängst gell? Aber hier gut ja, an. Ja. Ja, ich werde damit einverstanden. Ich auch. Ich auch. Uwe und Manni machen sich sofort auf den Weg, um den 60 Jahre alten Kleinlaster abzuholen. Peter bleibt lieber zu Hause. Jetzt hat ihn das Weihnachtsfieber endgültig gepackt und er will seine Freude mit Günther teilen. So, Günther, jetzt sind die endlich unterwegs von den Dämpfen. Ganz genau. Jetzt können wir mal für so Weihnachten diskutieren. Richtig, kannst du das. Der wird richtig denen. Schön gemacht, wenn nichts an dem Tempo dran wäre. Also egal, wenn vergammelt wäre, ist mir egal. Das ist die Romantik. Das auch. Den gut. Gehen wir schon wieder hin. Dann singen wir O Tannenbaum, wie fröhlich und so weiter. So eine schöne Lieder. Oder wir hängen deine Blätter dran und so weiter. Ach, Vater konnte gut singen und Mutti, gell? Und wir haben uns kaputt gelacht. Wir das Strolche. Ja. Wir wollten ja nur die Geschenke haben. Ja. Das war als Kinder so. Ja, genau. Aber trotzdem, das jetzt zur Erinnerung. Das ist schön. Die haben durchgesungen und wir haben durchgelacht. Ja, richtig. War trotzdem schön gewesen. Schön, gell? Immer, immer. Und der Vater stand immer so schüchtern daneben, gell? Der war immer schüchtern. Komisch, ne? Ja, aber guck mal, der Stern da oben vom Vater. Vaterchen selbst angehangen. Der bleibt auch hängen, Tradition. Das war ein lieber Kerlchen, unser Vaterchen. Und wenn da noch so viel Staub drauf ist. Ach, das bleibt. Das ist romantisch. Der hängt ungefähr, der Stern, seit die 70er Jahre. Seit ungefähr 75. Ja, ist 75. Monika ist meine Schwester, 79 beerdigt worden. Und da hat er schon jahrelang vorgehangen, die hat mitgefeiert. Da hängt Leben dran, da hängt Geschichten dran. Unser ganzes Sein hin und her hängt da dran. Wie fröhlich wir waren, Erinnerung. Wenn ich manchmal Langeweile habe oder schlechte Gedanken oder nicht geschlafen, gucke ich auch öfters das da oben mal hin. Der hilft eine ganze Menge. Das sind alles Andenken. Unbezahlbar, unbezahlbar. Uwe und Manni schleppen den fahruntüchtigen Tempo auf den Hof. Ein denkwürdiger Augenblick. Denn mit so einem Dreirad hat alles begonnen, hat Vater Horst vor 50 Jahren den Familienbetrieb aufgebaut. Hat alles geklappt? Nee, Handbremse, alles funktioniert nicht. Funktioniert alles nicht. Aber ich konnte noch lenken, der Wendekreis in LKW. Und sonst für so ein Auto, da sonst geht das. Es ist ein Schaut, da fehlt einiges. Ist so ein Haufen Schrott. Waffel Schrott, du weißt gar nicht, was gut ist. Da kann man ja guck mal an hier. Ja, da macht doch nichts. Ein bisschen Dreck und so weiter. Marvin sagt, der Haufe Schrott, da kann man was versuchen draus. Ach, passt so. Schrott ist ja irgendwas gemacht. Ja. Noch gut, die Grundstationen sind alles noch da.
Das könnt ihr mal dran rumbasteln, Peter. Ja, oder? Genau. Guck ich doch aber an, ja. Fantastisch. Sieht nicht so schlecht, ist er auch nicht. Nee. Vergammelt für umsonst. Ja gut, der stand in der Scheune und direkt da zwischen offenen Dingen hier. Der lang abfällt. Da ja, überall kaputt. Ja, aber das ist ja schon, dass du was draus machen kann man ja. Und guck mal, die Türen hier. Aber sonst ist er gut. Ja, die hatten mal lackierte Stange und ein bisschen was. Das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen wir, warte mal ab. Aber guck mal an, man kann da drin sitzen. Willst du dich reinsetzen? Auch mal. Komm, setz dich mal rein. Ist sehr bequem. Und du kommst hier rein, Peter. Tür ziehen. Und dann setzt du dich hier rein. Gut. Sehr bequem, richtig? Der ist bequem. Der ist aus rein. Dann setz dich rein. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ah, ja. Guck mal, wie schön. Sogar eine Runterdrehbe. Was machst du denn? Immer die Tür zu. Der Wagen ist gut. Scheibe geht runter so durch. Ich hab Platz für zwei Mann. Mann, Moment. Das ist ein Auto. Ist das ein Traum? Mann, Moment. Das Auto ist so klasse. Uwe, so gut bin ich noch nie ausgestiegen, die letzten Jahre. Schön blau, fast wie der Schnee, aber weiß ist der Schnee, aber blau ist auch wie eine Kühlmittelanzeige. Da wackelt ja wie ein altes Hühnerei. Da wird man seekrank. Das ist kein Weihnachten, das ist seekrank. Dann gehen wir suchen. Dann bis gleich. Ich gehe mal rein und such mal. Ja. Peter geht in seine Schatzkammer. Der Tempo bringt ihn auf die Idee, für das Grab seines geliebten Vaters nach einem Modell des Dreirades zu suchen. Ja, wohl ganz klar, dass ich Übersicht verloren habe, weil die Tausende von Autos, ich sammle schon seit Jahren. Und die, was hier sind, sind nur ein paar davon. Ein Bruchteil nur. Ich habe ganze Zimmerweise voll. Ich sammle schon über 40 Jahre. Das geht bald um 45 Jahre. Ich habe schon mit 6 Jahren angefangen. Und ich habe an die Autos Spaß. An die Modelle, die was waren, die was jetzt sind. An jedes Auto. Auch mal ein paar Traktoren und so weiter. Das ist wie mir, ob ich das Auto mir original gekauft habe. Ich kann ja nicht jedes Auto fahren, aber ich kann jedes Auto haben. Und das ist wie eine Autobewertung, wie wir sind und so weiter. Ich habe hunderte, tausende von Autos. Das macht einen glücklich. Das war 1961. Hatte erste Auto gekriegt. Und da war ich 6 Jahre. Ich bin 55 geboren. Und 45 Jahre gesammelt. Und immer ein Auto. Ich habe nie ein Auto abgegeben. So gehört sich das. Fantastisch, gell? Das macht Spaß. Warten wir mal ab. Ach ja. Das ist ja schön. Wow. Ach, wunderschön, wunderschön. Uwe und Manni versuchen den 60 Jahre alten Zweitaktmotor wieder zum Laufen zu bringen. Lass mir mal die eine reinmachen. Ich mache es mit den Fingern, nicht wie du. Dann mach du das rein. Ich bin ein Mann und kein Waschlappen. Du hast sie irgendwo abgekühlt. Bevor sich der Verkehr nicht kaputt brechen. Hoffentlich ist nicht noch was anderes an, der Elektrik kaputt. Aber für umsonst, Manfred. Einmal im Monat oder zweimal im Monat gehen meistens die Kopfdichtung fliegen. Richtig. Und da war bei dem Motor kein Problem. Gerade Wasser abgelassen, oben die paar Schräubchen, Dichtung drauf geklatscht, nach Gefühl angezogen und da lief der Kröppel schon wieder. Und das Beste war ja beim Vater immer, wenn wir daheim waren und der Motor war kaputt gewesen, dann ist er raus, hat ihn ausgebaut, komplett in Wohnzimmer. Im Wohnzimmer reingeschraubt, aber durch, die Mutter hat geschimpft und dann hat er ihn repariert und dann haben wir den mitten in der Nacht eingebaut, damit wir morgens wieder fahren konnten. Richtig. Was ging 2, 3 oder 4 Mal im Jahr Minimum. Was die meisten nicht wissen, das hier, das ist ein Kettenantrieb, ein Frontantrieb mit Kettenantrieb. Hier drin ist eine Kette und da wird er direkt angetrieben, wie bei dem Motorrad. Das einzige Nachteil war bei dem Frontantrieb hier,
immer wenn der hinten zu schwer beladen war, dann ging der hoch und ich immer ein bisschen Schlamm hatten. Wir hatten ja früher Gruben und so weiter gearbeitet, hat sich das Rad durchgedreht, wir kamen nicht vorwärts, mussten wir deuern. Mhm. Auf glatten ging das, aber sobald die Steigung kam, war vorbei. Bei den Goliath war das anders, da war hinten der Heckantrieb, die hatten ja keinen Frontantrieb, da konntest du laden, was du wolltest, außer ich hatte die immer kaputt gekriegt, weil da immer lad nicht so viel drauf. Ich sag nochmal, noch ein bisschen was, auf einmal, boom, in der Mitte zusammengebrochen. Ja. Also zwei, drei oder vier ging jedes Jahr fliegen bei mir. Das ist ein schönes Ding. Horst Günther, ist das nicht traumhaft, gell? Das kannst du echt glauben. Boah, das will ich mal zusammenbauen. Ja, so zwar. Das hält auf, aber das macht Spaß, wenn es steht. Das ist klar. Boah, ist das ein schönes Ding, gell? Hast du das gesehen? Oh, super, aber viel Fummelarbeit. Viel Fummelarbeit. Dann würde ich sagen, fang mal langsam an. Ich anfange. Dann will ich mal sehen, wie er aussieht, nachher komplett, wie er langsam passiert. Das hole ich mal alles raus. Das sind die Türverkleidungen mit die Gelenke, Armaturenbrett und die Haubenverstärkung. So, wollen wir mal anfangen. Ich versuch's jetzt. Versuch mal, ob der anspringt. Hey, langsam Gas geben. Wenn das erste Mal läuft, langsam. Und jetzt haben wir dabei laufen. Ganz lang, ganz ruhig jetzt. Der Dampf ganz schön, da steht lange weg und er feucht ist. Schön lange der Wagen laufen lassen. Sieht geil aus. Jetzt kommt das Wichtigste, der Motor läuft. Du weißt aber noch nicht, ob die Gänge reingehen. Versuch mal, ob ein Gang reingeht. Langsam, du musst lange. Hey, der ist gut, super, da geht's schon mal. Rückwärts. Ja, alle klemmen die Gänge, da hat er. Oh, der qualmt aber auf. Bei meinem Dreiradchen hier ist alles falsch gemacht, nur von der Firma aus. Die Löcher für meine Lampen sind falsch. Und dann habe ich auch noch die Wurstfinger dabei. An Heiligabend soll es ein großes Familienfestessen auf dem Hof der Autoverwertung geben. Damit beim Weihnachtseinkauf auch nichts schief geht, hat Manni seine Schwester Sabine gebeten, ihn zu begleiten. Morgen, Biene, und wie geht's? Wie ist es? Gut, und selber? Oh, prima, und dir? Ah, super, spitze. Dann komm erst mal rein. Ja. Okay, schließt du ab? Ja. Oder den 770er Mercedes hier, Limousine und Cabriolet. Aber Limousine oder Cabriolet, ja. Ja, morgen mal. Und wie ist es? Gut. Wir diskutieren gerade über Weihnachtsgeschenke. Alles klar. Hallöchen, alles Beste. Bei dir auch? Weiter und alles. Na, Peter, wie geht's dir? Ah, Knuddel, gell? Ja, muss sein. Alles klar? Fantastisch. Alles Beste. Bei dir auch? Bei mir immer, du weißt doch. Warte, wir haben über unsere Weihnachtsautos geredet. Jeder will eins. Oder 160er und er will 108er oder Diplomat. Ich krieg einfach ein 12er, gell? Was hältst du davon? Jedes Jahr dasselbe. Immer Modellautos. Was hast du davon? Ich habe eine super Idee. Ihr müsstet dann nur alle zusammenlegen. Ich lege meinen Teil drauf und ich besorge das Geschenk. Ich glaube, da habt ihr alle viel Spaß dran. Nächstes Geschenk. Die Biene schreibt jetzt auf, was für Teile ich zu Weihnachten brauche. Sonst kriege ich ja nichts mehr. Klar, wir machen hier Weihnachtseinkauf. Mach mal. So. Wir brauchen Tassen. Eine Weihnachtspute und eine Gans, zwei Tischdecken. Ein Glühwein bitte. Für Uwe einen weißen Wein. Für Kekse zu machen, Ausstechdinger. Förmchen. Vielleicht ein kleines Weihnachtsengelchen. Peter, der leidenschaftliche Nudelkoch, hat sich für das Weihnachtsmahl Großes vorgenommen. Gefüllter Gans und Putenbraten mit Rotkohl nach einem uralten Familienrezept. Was war noch? Mandarinchen auf jeden Fall. Nüsse sind weiter Nüsse, vorne. Nüsse, geriebene Mandeln und geriebene Haselnüsse. Kokosback auch in meinem Beutel ein. Brauchen wir zweimal Buttervanille. Ja. Und einmal Zitrone. Gut. Zwei Päckchen Bitterschokolade. So, und Puderzucker. Puderzucker. Ja. Muss auch hier sein. Peter sucht in seinem riesigen Teilelager nach einem Kühlergrill für den Tempo. Da hatte ich doch mal eins hingelegt. Ach, schön. Das habe ich selbst hergestellt. Nur das zeige ich nicht. Das originale Tempo von den 40er Jahre. Fantastisch. Schön. Wunderschön. Oh, du Peter, hast schon was gefunden? Peter, wo hast du das denn her? Ganz einfach. Uwe, guck mal hier.
Das Emblem hat dort der Vater weggelegt, aus den 42, 40er Jahren. Warum? Das, wo hast du überhaupt gefunden? Das noch? Grill habe ich nicht gefunden, das habe ich selbst gebaut. Aus Draht, wie es war früher. Geil. Gut gemacht, gell? Das Emblem habe ich schon etwas sauber gemacht vom Vater. Das lag ewig hier in der Ecke. Wir brauchen noch die Lampen und alles. Ja. Aber Peter, weißt du, was das Beste? Ja. Wir haben den Kahn zum Laufen bekommen. Fantastisch. Und der Wagen ist 64 Jahre alt. Der läuft. Ja, fantastisch. Na gut, vielleicht wird er mal ein bisschen Mumm so machen. Das legen wir mal hier rein. Da gucken wir rein. So, weißt du was? Ihr baut ja an dem Wagen weiter. Ja. Weißt du, was ich gefunden habe? Mein Zimmer, wo ich viele Autos habe. Was hast du gefunden? Ein Paket mit Modellauto. Für wir? Für dir. Zum Aufbauen. Für mir. Ein Tempo. Du baust ihn auf und ich krieg ein Geschenk. Ja, du kriegst ihn nicht geschenkt. Du kriegst vielleicht ein Foto davon geschenkt. Ich mach dir du wolltest das Auto ja schenken, Peter. Alles klar, das Foto kriegst du. Ah, guck mal, da haben wir die guten Stücke. Richtig schöne große. Soll ich eine schöne große Pute aussuchen? Ja, und ich suche eine ganz aus. 4,6. Eine viel schwerer Pute kriege ich nur 4,6. Das ist aber echt eine schön große gefunden. Ich habe eine 4,6er für dich. Pass auf, dass sie nicht wegflattert. Okay. Gutes Essen gehört dazu. Das ist von Tradition. Das war bei der Mama schon immer so, dass die Familie zusammensitzt beim Essen und wirklich alle dabei sind und wirklich ein gutes Essen gegessen wird. Ist auch wichtig, Mamas alte Tradition übernommen mit dem Rotkohl, dass du 24 Stunden köcheln musst. So richtig und der wird auch nicht schnell gekocht, der wird langsam geköchelt. Das ist das Geheimrezept. So. Da haben wir das doch auch wieder gemütlich erledigt, ne? Ja. Stress machen wir uns nicht. Wir sind da! Ach, das ist lieb. Dankeschön. Ja. Na, wie geht's? Ach, gut, erfolgreich eingekauft haben wir. Hier zwei wunderschöne Gickels. Und eine Pute. Legst du schon hinten hin? Mach ich schon. Jetzt gucken wir beim Menü, was wir haben. Ich bin der Weihnachtsmann. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Guck mal, ein Das bist du doch selbst. Manni, ein Irrsch. Hier für unsere Mutti. Oma, Papi und alle. Monika und Omichen, Opi, Vati. Schön. Schicke Bachformen. Da kann ich richtig Kekse viele machen. Und? Oh, das hier. Fahrzeugmückung. Ja, gut. Ja, siehst du, 11. So, Manni, das bringt die Küche gleich ein. Komm, komm. Mach mal. Tu mal. Das ist mir nicht dran. Junge, das ist schwer. Ist das nicht schön, was da mitgebracht worden ist? Ein Elch, das hat Manni auf die Nase schon getreten? Peter, der hätte lieber einen Esel mitbringen müssen, was er selber ist. Warum freut das nicht Hirsch? Nein, das ist ein Weihnachtsvers. Ja, ein Hirsch. Wieder Ohren, Hirsch. Schwester Sabine verabschiedet sich. Die Brüder bestehen darauf, dass die Vorbereitungen für das große Fest in diesem Jahr reine Männersache sind. Uwe, ich habe die Sachen gefunden. Fangen wir hier an. Hobbykünstler Manni malt den Original-Ludolf-Schriftzug. Der schmückte schon vor Jahrzehnten die Dreiräder seines Vaters. Gleich bei den Ludolfs. Ein kleiner alter Laster stimmt sogar Uwe besinnlich. Aber was Schöneres wie Weihnachten gibt es nicht. Und Peter, Uwe und Manni unterwegs in großer Weihnachtsmission. Er singt die Bäumlein ab, er trägt sie hoch gepackt, in die Stadt hinaus, hab ein Kind ins Haus. Das war aber schön. Wollen wir nicht jetzt Geschenke austeilen? Zurück bei den Ludolfs. Die vier Brüder erfüllen sich kurz vor Weihnachten einen Traum. Sie richten einen alten Tempo her. Mit so einem Dreirad hat Vater Horst vor 50 Jahren den Familienbetrieb aufgebaut. Na, was sagst du, das ist in Ordnung. Ja, das reicht so. Ja. Brauchst einen schönen Auspinsel mit kleinen Pinsel. Ja. Manni verpasst dem Kleinlaster einen Original-Ludolf-Schriftzug, wie er auch schon die Dreiräder des Vaters schmückte. Sieht echt super aus, Manfred. Klingelingeling. Ah, die Sterne nämlich. Scheiße. Uiuiuiui. Ist das nicht. Aber es ist schon da. Aufregen bringt gar nichts. Aber das kriege ich auch gleich ab. Das ist ein kleiner Trick. Reinigungsbenzin. Dann nehme ich das. Und dann wische ich das gleich weg. Wie immer.
schon wieder wie neu. Morgen. Guten Morgen. Ich bräuchte Spiegel Scirocco 2, Beifahrerseite. Beifahrerseite. Einen Moment, ich frage mal, ja? Alles klar. Peter? Ja, Günther? Für ein Scirocco 2, Beifahrerseite Spiegel. Beifahrerseite? Ja. Grüß mir nach. Okay. Oh, du fröhliches, oh, du fähniges. Ui, jetzt ist was runtergefallen. Aber bestimmt der Männlich wieder. Der ist immer so. Ach, da haben wir ihn ja. Fantastisch. Oh, fröhliche, heilige Zeit. Guten Morgen. Moin. Da haben wir, das ist die Beifahrerseite. Da wird hier eine Tür reingebracht, wie wir wissen Sie. Und noch ein frohes Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr. Danke. Dankeschön. Tschüsschen. Tuning à la Ludolf. Uwe und Manni wollen den Tempo weihnachtlich aufmotzen. Hör mal, Fred, jetzt müssen wir gleich gucken, wie wir das hinkriegen. Hör mal, hier rüber. Und das ist mein lieber, lieber Baum. Vielleicht da in der Mitte irgendwie anbringen. Ja, das können wir gleich machen. Wir müssen immer sehen, aber der hier... Der Tannenbaum wird in Sicherheit gebracht. So, wir müssen das hier irgendwie rüber schmücken, so ein bisschen hier. Ja, so. Nicht die Schrift. Tannenzweige und Girlanden sind erst der Anfang. Beim Schmücken des alten Kleinlasters wird sogar Schwerenöter Uwe ganz besinnlich. Jetzt kommt langsam Weihnachtsstimmung auf. Dann denkt man an die Angehörigen, die was nicht mehr leben. An die Eltern, Schwesterchen, die ganzen Onkels, Cousinen. Also ist schon was Feines, wenn man so drüber nachdenkt. Manchmal kommen so leicht die Tränen dabei. Aber was Schöneres wie Weihnachten gibt es nicht. Weihnachtsmann, guck mal, was, hey, ist was hast du da vor? Das steht doch gut drin, oder? Ja, das steht dir sehr gut. Nein. Aber wisst ihr was? Du mal nicht nee, das macht einen richtig schlank, den ja, Peter, das ist nicht schlank. Du warst schlank. Was hast du damit vor? Ich muss mir jetzt ins Kissen reinklatschen. Ganz einfach. Ja. Wir haben das schöne Dreirad jetzt bei einer ja, haben gemacht. Wir. Das waren wir. Ich bin der Weihnachtsmann Nummer 1. Du bist der kleine Weihnachtsmann. Fällt nicht auf. Ich bin der kleine, ja. Auf diesem Weihnachtsmann-Fahrzeug. Ja. Ist ja wie ein Weihnachtsmann-Fahrzeug. Da tun wir irgendwie Geschenke drauf, dann beschenken wir Kinder damit. Das wäre was für ja, das ist schön. Rum, gell? Ja, das wollen wir irgendwo rumfahren? Ja. Irgendwo hier im Dorf vielleicht? Die lieben Kinder beschenken? Ach, gibt's doch Schulen oder Kindergarten. Und nicht frech sein zu den Kindern. Nein, klar, nicht versaut. Weißt du doch, Peter. Lieb. Weißt du, was du sagen musst? Ja. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Ich komme von fernen Lande. Von den Weihnachtsmannlande. Genau. Von Nordpol komme ich her. Ja, du bist auch Nordpol. Ist das brutal oder ist das gut? Das ist gut, Peter. Ho, 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 ich komme vom Weihnachtsland. Ich bin der Weihnachtsmann. Ja. Ja. Das sind deine Rentiere? Ja. Bloß motorisiert ist der eben. Wie, das ist ja nicht motorisiert. Das ist das Weihnachtsmobil. Das untere Teil ist von dir. Das ist das Weihnachtsmobil. Ja. Ja. Und die Kinder sollen keine Angst haben. So die ist wollen es, ja. Lieben Weihnachtsmann. Die sollen sich nie fürchten vom Weihnachtsmann. So. Am späten Nachmittag wird es dunkel im Westerwald und der Tempo erstrahlt in festlichem Glanz. Peter bastelt auch, allerdings an der Miniaturausgabe. Das Ding soll da dran passen. Gucken wir mal nach.
Das weiß ich noch nicht. Sieht schwierig aus, ne? Tja. Also, das ist doch schon. Und jetzt hast du Motor so. Schon drin, Getriebe? Alles. Jetzt kommt die Vermählung. Sieht aber ein bisschen krumm aus, ne? Ziemlich wackelige Angelegenheit. Das ist ein Dreirad. Das sieht so astrein aus. Sieht das nicht schick aus, Günther? Ja. Türgriffe. Scheibenbrille. Aber der hat bestimmt zwei Spiegel, ne? Nein, der hat nur ein Spiegel. Ja. Listermaul. Da guck auf die Dingsliste. Ach, Türklingen, alles muss ja noch anmachen. Günther, was ist hier? Ist er ein Spiegel oder zwei Spiegel? Du Dummfuhn. Was ist das denn für ein Ding? Ich kenne die nur mit zwei. Du bist eine alte Oma. Was meinst du, Peter? Willst du nicht mal gucken, wie weit die schon da unten sind? Kann ich machen. Ja. Was wird langsam spät, nachher wird es dunkel und dann werden die nicht fertig. Sieht niedlich aus. Jetzt sieht es nach Christkindchen aus. Ja, aber es sieht auch befindlich aus. Ja. Ja. Haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen. Alfred. Einmal frei. Mehr als spitze. Mehr wollen wir gerade. Wer mehr will, ist ein Ferkel. Ich habe für euch, guck mal, einen schönen Schneemann mitgebracht. Ja. Meinst du, der bringt den Schnee? Nicht nur das, die bringt was ganz anderes. Was bringt der dann? Soll ich dir mal zeigen? Wie? Ja. Oh, hallo! Ole! Oh, und für den Schnee habe ich noch eine Saune. Ja. Dann spritzen noch mal hier, ein bisschen Bund hier, ja. Das ist die gute. Ja. Ey, die Dose geht dazu gar nicht wie die andere blöde Dose. Ja, mach der Grill noch ein bisschen. Der macht Grill noch ein bisschen. Ruhig die ganze Grill noch. Ja, geil. Ah, ist ein geiles Auto. Mhm. Peter, was machst du zu so später Zeit noch da? Manni. Ja? Ich verpacke Tüten für die Kleinkinder, dass sie sich überraschen. Ich will die überraschen Freude bringen. Ja. Darf ich dir helfen? Ja, selbstverständlich. Das mache ich gerne. Das ist aber nett. Bitte. Kinder. Richtig. Liebe Kinder, mal eins ach, dahin. Ich bin der Weihnachtsmann. Oh, ich glaube, Manfred, wir machen die Lichter an. Ja, du machst die Lichter an. Weihnachtslande. Ich möchte euch frohe Weihnachten wünschen. Ich doch, bringe die gehen euch super. Geschenke. Hört sich besser an, Uwe. Ja. Hör mal zu. Ho, ho, ho. Liebe Kinder, ich bin der Weihnachtsmann. Ich möchte euch frohe Weihnachten wünschen. Ich bringe euch Geschenke. Das reimt sich. So, so Peter, ich muss sehr mal gut. Auch noch eine Mütze suchen. Irgendwann ja, muss ich noch eine Mütze. Dann. Oh, oh, oh. Weihnachtsmobil, da kommt der. Schön. So, Jungs, wollen wir? So, Uwe. Gibt's den Peter mal ein Bäumchen? Ich bin jetzt der Weihnachtsmann ja. Und euer Chef auch jetzt. Ihr seid meine Gehilfen. Und rede nicht Peter so viel Blödsinn bei den Kindern. Die sollen wirklich glauben, dass ich der Weihnachtsmann bin. Ich du bin bist doch der Weihnachtsmann. Jetzt der Weihnachtsmann, gib Uwe. Gib nur das Mannsack. Enttäuscht so. Die kleinen Kinder nicht, gell? So, Jungs, das gehen wir. Kleiner Wüstling. So. Oho, ich bin der Weihnachtsmann, liebe Kinder. Ich komme vom fernen, fernen Weihnachtsland. Hast du voller Sorgen? Frohe Weihnachten! Oh, vor dem lieben Weihnachtsmann brauchst du keine Angst haben. Der ist immer lieb, der Weihnachtsmann, für die Kinder, gell? Und er hat viele Geschenke für euch mitgebracht. Keine Angst, der Weihnachtsmann ist immer, immer lieb, gell? Davon.
Du darfst nicht weinen. Weihnachtsmann ist immer lieb zu lieben Kindern. Alle wieder rausgehen. Ja, machen wir. Machen wir. Kinder, Lied singen wir. Nachher singen wir aber ein schönes Lied. Oh. Ja, gehen wir erstmal raus. Oh, noch ein schönes Bild. Wow. Klasse, schön gemacht. Guck mal, wie schön. Schön. Ach, danke schön. Ach, danke schön. Ja. Das sind ja zwei Bilder. Wunderschön. Oh, wunderschön. Oh, ich habe auch noch einen Tannenbaum mitgebracht. Schön, gell? Ja. Ist fein. Ja. Muss nur noch geschmückt werden, wa? Sollen die beiden auch mitsingen? Ja. Die können sonst so nicht richtig singen, das macht ja nichts. Dann macht ihr dafür das. Dafür könnt ihr ja schön singen. Guck mal, Weihnachtsmann, du hast ja so einen langen Weg. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen setzen. Ja. Ja. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. So. Durch den Tannenwald in der Weihnachtszeit geht mein Mann nur ein, ob es stürmt oder schneit. Er singt die Bäumlein ab, er trägt sie hochgepackt in die Stadt hinaus, hat ein Kind ins Haus. Das war aber schön. Wollen wir nicht jetzt Geschenke austeilen? Weil ihr so schön gesungen habt? Bitte schön. Frohe Weihnachten. Das ist frohe Weihnachten. Bitte schön. Du bist ja ganz lieb. Weihnachtsmann Peter ist erleichtert. Das Eis ist gebrochen. Jetzt gibt es keine Tränen mehr. So, wollen wir jetzt das Weihnachtsauto angucken? Dann gehen wir mal raus. Der Gehilfe passt auf den Verkehr auf. Ja. Bitte schön, ein ganz altes an. Auto, ihr könnt auch reingucken. Ist das nicht schön. Ein schöner Schneemann? Ja. Möchte einer mal drinnen sitzen? Ja. Dann machen wir mal die Tür schnell auf. Dann lassen wir euch mal reinsetzen. So, das geht ganz schwer auf. Peter hat seine Feuertaufe als Weihnachtsmann mit Bravour bestanden. Und sein eigentümlicher Schlitten kommt als Klettergerüst bei den Kindern auch sehr gut an. Oh, super. Wer ist es da oben? Morgen kommt der Nikolaus. Der ist auch ganz lieb. Der muss für die Kinder sein. Es darf keinen bösen Nikolaus geben. Der Weihnachtsmann ist lieb und der Nikolaus auch. Aber danke nochmal für die Geschenke. Das ist aber nett. Du bist aber lieb. Danke, lieber. Das ist aber lieb von euch. Dankeschön. Ihr seid auch immer lieb, gell? Ihr seid lieb. Dankeschön dafür. Der Weihnachtsmann ist da. So. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Oh, du kannst sogar schön malen. Ich nicht, das war mein Mann. Ach, der kann ja noch besser malen. Ja, der hat doch für Dove gemalt. Ne? Also, das bin ich. Habe nicht gedacht. Und zwar für einen Vierer, 91er. Ja. Hey, das Mittelstück. Vom Auspuff. Ist das ein 120 PS, 101 PS, 120? Ich guck mal nach, ob wir das haben. Ja. Dauert eine Minute. Alles klar. Dankeschön. Bitte. Du Könige, oh, Nacht, Zeit. Guten Tag, frohe Weihnachten. Ja, auf frohe Weihnachten. Was habt ihr euch denn so fein gemacht? Ja, wir haben das Christkindchen, also Weihnachtsmann gespielt, der Peter. Und haben den Kindergarten.
Wart ihr die Engelchen? Ja, wir waren die Bengelchen. Bengelchen. Wir waren die Bengelchen, ja, ja, schon eher, ja. Du heilige. Oh, Günther, frohe Na, Weihnachten. Peter, frohe Weihnachten. Und wie war es im Kindergarten als Weihnachtsmann? Die Augen, die glänzenden, die schönen Lieder, was sie da gesungen haben. Ja. Ach, das war wunderschön. Also das kann ich mir Und die vorstellen. Kleinen Mäuschen, wie da gelaufen sind und so weiter. Das war so lieb gewesen. Ja. Das hat sich gelohnt. Jetzt werde ich mir erstmal ausziehen, was mir jetzt zu so warm ist, Günther. Ja, ja, klar. Jedenfalls hat sich das gelohnt. Ich bin dankbar, dass ich das machen durfte. So. Viel Zeit, sich von ihrer weihnachtlichen Mission auszuruhen, bleibt den Brüdern nicht. Die Fassade der Autoverwertung soll dieses Jahr besonders aufwendig geschmückt werden. Uwe hat dafür eine Hebebühne organisiert. Sieht ja gut aus, das Gerät. Hör mal, Fred, für die Weihnachtsdeko habe ich mir das richtige Ding hier mitgebracht, das richtige Gerät, wa? Da müssen wir bis oben hinkommen, wa? Auf jeden Fall. Das probieren wir nachher mal aus. Kommt Peter auch runter. Na, Uwe, hast ein Spielzeug wieder für dich? Ja, richtiges Spielzeug mitgebracht. Nachher mal ausrühren, ob ich das Ding auch klarkomme. Ja. Fahren tut er super hier, wie so ein kleiner Kinderwagen. Da kommt noch ein Sprinter. Aufkommen. Ach, da kommt noch jemand. Da sind die bestellten Sachen. Ach, die bestellten Sachen. Das Christkindchen. Ja, bestellt. Ja, hallo. Mahlzeit, Mädels. Guten Morgen. Ich bin der Manni. Ich bin der Peter. Ich bin der Uwe. Hi. Guten Morgen. Peter. Ich der Peter. Schöner Name. Wunderschöner Name. Ja, sehr schöner Name. So, ich bringe euren Weihnachtsschmuck. Ah, ja, schön. Muss ich mal angucken. Ja. Oh, das ist wie ein Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Ein Mann, Riesen, du bist ja da drinnen schon. Riesenschlitten. Ja. Fantastisch. Das sieht gut aus, wa? Ja. Sterne für die Fenster. Ja, die nehme ich nach oben. Die mache ich selbst da fertig. Richtig. Und jede Menge Lichterketten natürlich. Ja. Oh, oh, Manfred, da kriegen wir mal einiges zu tun, wa? Ja. Ja. Helfen wir mal kurz. Mal auf dem BMW. Ne, erstmal hier direkt eine rauflegen. Ja, wir müssen mal ausprobieren, Manfred, wie das funktioniert. Ja, mit den Dingen hier. Ach, ja. 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 Sehr gut. So. Na ja, da wollen wir mal was Dinge ausprobieren. Wollen wir, dann doch mal, gucken wir mal, wie der funktioniert. Soll ich ja anmachen? Manfred, ja, Schlüssel. So, Peter, komm mal mit. Ja. Ich zeig dir mal was. Ich habe nämlich auch noch Sachen mitgebracht, die wir von innen an die Fenster hängen können. Die Bedienung ist auch bestimmt eine super Aufgabe für dich. Ach, wunderschön. Gebe ich dir mal mit. Legen wir erstmal hier rauf. Ja. Fantastisch. Oh, voll richtig. Das ist der Ast rein. Das werde ich gleich nachher machen. Die sind schön. Wunderschön. Da sind andere Ballen. Hiervon habe ich auch noch welche. Ach, fantastisch. Mit Schlitten. Der Weihnachtsmann im Schlitten. Das ist der Manfred und Peter in Schlitten. So, Peter, wir fangen jetzt da oben an. Wir machen da oben gerade noch Schnitte. Du bist jetzt 55 Jahre. Hast dauernd mit dem Kreislauf. Das Kreislauftabletten. Ach, das ist doch scheißegal. Manni, kann man nicht. Ja. Der geht mir nicht höher, bis du das Wort Autoverwertung an diesem Fenster an. Was zu machen da oben? Ich werde mir was überlegen. Was soll ich überlegen? Ich werde überlegen. Ja, fangen wir an der Seite vielleicht an. Ja, hier an der Seite und so weiter. Von hier um die Ecke. Fahr ich mal rückwärts zurück und fang von hier an zu schmücken. Manni, ich kann mir ein paar Sterne mit hochgeben. Mach ich. Bin ja schon unterwegs. Erich, schwer beladen. Ja. Vorsicht, Günther, ich bin ganz schwer beladen. Wir müssen aufpassen, dass die Jungs kein Blödsinn brauchen. Der Mandy soll auch aufpassen, nicht zu hoch. Ich gehe das zum Oberhalb. Ich halte mal vor. Ich würde vielleicht die Feuerwehr nachher mal anrufen, ob die die Leiter stellen. Unsere Feuerwehr ist ja sehr gut. Die ist sehr gut. Unsere Feuerwehr ist lieb. Ja. Und ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Machen wir nachher, gell? Okay, ich bin da mal unten. Okay, bis nachher. Tschüssi. Mal gespannt, ob die Zeit haben. Ja, guten Tag, hier ist der Peter. Ja, Ludolf, wir brauchten euch. Hm? Weihnachtsvorbereitungen. Dekorateur Peter und Uwe machen sich ans Werk. Doch Uwe, dem es normalerweise nicht wild genug sein kann, bekommt in 5 Meter Höhe plötzlich Angst und will wieder runter. Früher war das anders, war vor 25 Jahren, da waren, ich sage, teilweise auf die alten Fabrikschornsteine und alles sind wir draufgestiegen.
60, 70 Meter hoch, 80 Meter hoch war gar nichts gewesen. Aber heute, da ist genau oben an der Kante war, ja, dann wackeln wirklich langsam die Knie. Dann kommt man langsam in den Kreislauf, dann kriegst du das Mobeln. Ja. Ich muss mal, ich glaube, ich gehe mal telefonieren. Ja. Telefonieren, dann mal einmal wieder telefonieren. Ich gehe mal telefonieren. Ihr könnt euch ja vielleicht schon noch mal vertraut machen, auch noch mal ein bisschen rauf und runter fahren. Ja. Dann gewöhnst du dich da dran? Ja, normal bist du noch zu rauf und runter fahren, du solltest ja lernen. Runterfahren. So, ich gehe jetzt mal telefonieren. Geh mal telefonieren, ja, dann mal das Ding hier im Griff kriege. Normal habe ich keine Höhenangst, aber man weiß ja nicht, ich fahre noch nicht hoch. Ich gehe gerne ja auch auf die Berge und so. Früher hier, da war sowas hier ein Kinderspiel, aber heute... Da merkt man direkt, da oben kriegst du direkt so, wenn du umso dichter da höher kommst, meinst du, oh ja, schnell wieder runter. Am besten unten bleiben. Okay, alles klar, bis nachher. Tschö. So, jetzt habe ich zwei Kumpels angerufen. Die sind auch Lichterketten-Spezialisten. Und weißt du, die kommen da oben rauf. Die haben auch überhaupt keine Höhenangst. Naja, dann würde ich sagen, wir fangen mit den Schlitten nachher an. Ja, dann lass uns mal, wir holen den Schlitten schon mal raus, bis die da sind. Raus. Hast ja. du recht, legen ja. wir mal los. Jo. Ich habe nur Angst um ihre Knochen. Wir haben Familienzusammenhalt. Und dann, das hört nicht aus vor der Tür oder hier drinnen, das gehört immer dazu. Ich passe genau auf, dass dir nichts passiert bei den Burschen. Die sind mich gleichgültig bis zum geht nicht nochmal. Das ist die ganze Sache. Peter? Ja? Du hast da die schönen bunten Sterne da liegen. Kannst du dich mal einen anmachen und mir zeigen, wie das aussieht? Scabo Salat, nein. Nein, ich kenne mich aus. Super. So, dann wollen wir gucken. Ich muss nochmal die Biene fragen. Ja. Sieht das nicht gut aus? Das sieht spitze aus. Fantastisch. Guck mal, das sieht noch alles besser gut. Aus. Ja, so kannst du rumlaufen. Und so kann man, wenn man bedient, fröhliche Ostern, fröhliche Weihnachten. Das hört bei dir gar nicht auf, das merken die Kunden gar nicht. Kannst du ruhig so gehen. So, schön, gell? Ja, das sieht gut aus. Gleich bei den Ludolfs, die Brüder bekommen Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr. Weihnachten wird gefeiert, in Lichtermeer. Warte mal, das wird immer besser. Und Peter im weihnachtlichen Kochstress. Das ist Arbeit für Verrückte. Das Weihnachtsfest ist ein hartes Fest. Zurück bei den Ludolfs. Die Brüder sind im Weihnachtsfieber. Heute soll das Haus geschmückt werden. Doch Uwe hat Höhenangst und traut sich nicht auf die Hebebühne. So, Manfred, den müssen wir hier auf den Mercedes kriegen. Wir ja. haben da hinten jetzt ein paar Jungs kommen lassen, die machen die oberen Sachen. Ja, weil dir die Knie wackeln, richtig? Weiche Knie. Hey, schön, dass ihr dann da seid. Die Jungs, die kann man einfach echt nicht auf den Kran schicken. Die haben da wirklich Angst. Alles klar, ich bin der Uwe. Hi. Jo, wir helfen euch jetzt. Ich bin der Manni. Ja, sieht man zu, dass ihr auch einen Pfennig kriegt, wa? Mhm. Ja, wir haben euch da was hingestellt. Die Knie. Der schießt da drauf, oder was? Also wir haben weiche Knie. Also wie ich noch ja, war, aber du sahst auch nicht besser aus, oder nicht? Heute, gut, aber unten ist schöner, richtig? Unten ist schöner. Wir machen die Unterdeko. Da waren die Knie ja. am Schlabbern hier. Ja, deswegen habe ich es gemerkt. Ja. Wir sind für unten. So, dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht hier. Erstmal das Licht. So. Wollen wir es kleben. So. Frau Günther, gefällt es dir? Also gefallen tut er mir schon, nur ich würde sagen, du musst ihn andersrum drehen, der muss ja nach außen leuchten. Nein. Doch. Nein. Die sollen nicht die Birnen sehen, die sollen den Stern glänzen sehen. Und nein, du musst ihn, da muss nach da draußen leuchten. Da kontrolliere ich jetzt mal, da kontrolliere ich mal. Da kannst du kontrollieren. Komm, das wollen wir sehen. Guten Tag, ich bin der Peter, wir kennen uns ja noch nicht. Ja? Na, was machen die Jungs da? Ach, den Peter kenne ich, wir haben uns schon ein paar Hand gedrückt. Das ist super. Den kann man auch einsetzen, Peter. Ja, da kannst du hier runterfahren mit. Gut. Treppe runter, Rutsche. Ja. Ach, so gemein bin ich ja nicht, gell? Da tust du dem Schlitten nicht an. Nein. Nee. Aber hier kannst du auch drauf sitzen. Ja, ja da ja. Mal ausprobieren, was hält. Der schlägt dann immer sanft von unten an die Klöten. Klopp, klopp, klopp. Das ist Uwe. Ja. Das ist Uwe mit dem geilen Bock. Dann kriegst du Gefühle, Peter. Du. Ich will mal gucken, ich bin gerade auch an Schmücken. Ich habe einen Stern dran gemacht. Hast du dran gemacht? Mal gucken, ob es richtig ist. Von draußen, vom Fenster? Ja, ob es klappt oder im Falz angehauen hat. Wir gucken mal von draußen. Mal gucken. Ja. Ach Peter, hast du irgendwas verkehrt gemacht? Das hängt doch verkehrt rum. Da ist normal für die Leute zum Sehen und nicht die Pappe. Das ist doch irgendwie
scheiße. Keiner geht andersrum. Ja, doch. Der muss andersrum. Günther guckt schon. Haha. Er kommt so, ich geh mal gucken. So Fusselbart durch die Gegend. Peter, dreh es um, ich guck, ob es richtig macht. Er muss nach außen, die Leute wollen was sehen. Sehen kannst du, wenn du draußen vor die Tür stellst. Sieht der Blöde unten aus, Güntherchen. Und aber, wer hatte recht? Du, aber hier drinnen sieht das für uns schöner aus. Jetzt soll er für draußen sein. Draußen, für draußen. Scheißdreck. Brauch dich umhängen. Zack. So besser? So super. Ist es gut, richtig. Du Bove. Verkehrt rumgedreht, auf verkehrte Seite. Kommt einer vorbei. Sieht gut aus, wenn man fährt. Ja. Ja, wenn Arsch mal wechselt, fährt die Kleine uns den Arsch ab. Ja, ja. Die würde ich gerne für den Schlitten nehmen, wa? Aber warte so mal. Muss es sein. Aber warte mal. Junger Mann. Was denn jetzt? Ich lass mich doch nicht verarschen. Ich weiß, wenn es einen zweiten Kunden auf. Machen wir hier. Ja, ja. Das machen wir mal hier. Und dann wollen wir hoffen, dass ja auch eine Leuchte aufgeht. Und nicht nur vom Stern aus. Die geht immer eine Leuchte auf. Na, manchmal dauert es ein bisschen. Dann ist das. Wenn man das so sieht. Ich habe einen weißen Stecker mitgebracht. Peter hat für die Dekorationsarbeiten Unterstützung angefordert und die rückt jetzt mit schwerem Gerät an. Die Feuerwehr ist da, ich geh mal runter. Guten Tag, da oben. Jetzt kommen die richtigen Leute, wa? Jetzt muss es klappen. Guten Tag, ich bin der Manni. Hey Manni. Schönes Gerät. So. Also wir würden unheimlich gerne die Lichterkette, die wir da schon angefangen haben, aber wir sind zu schwindelig. Ja. Oben schön über den First rüber, genau. An der Ecke wieder runter und hier unten können wir dann übernehmen. Das ist doch mal ein amtlicher Kran, oder? Das meine ich aber auch, gell? Jetzt zeig mal, da könnt ihr Jungs. Nummer 1 da oben. Da sind Spezialisten. Super sind die. Das ist ein schöner Feuerwehrwagen. Unsere Feuerwehr aus Dierdorf, Westerwald. Das sind gute, perfekte Männer. Fantastisch, gell, Uwe? Ja, da war es schon schön, dass Peter die Feuerwehr geholt hat. Sonst hätten wir da oben schwer Probleme bekommen. Da oben hätten wir ja nichts beleuchten können. Also, und die Leute können schon da oben was. Na, Jungs, ihr macht das gut da oben. Na, jetzt so sieht es ja besser aus wie vorher. Romantisch, pur! Weihnachten wird gefeiert! In Lichtermeer! Warte mal, das wird immer besser, ja. Hast du gesehen, alleine die Tiere werden fest gemacht. Ja. Dann kommen hier noch mehr Lichter, innen drin wird ausgeschmückt. Mir gefällt das! Wunderbar! Ja. Leute, nur gucken, dass die Jungs ja auch wieder heimkommen. Hat er gute Arbeit geleistet. Also, super. Fertig, muss ich den Hand drauf geben? Ja, fertig. Klasse. Ja, danke. Nochmal. Spitze. Das sieht doch geil das, aus. Das mal, was es werden ja, soll. Jetzt, ja. Von meiner Schwester, der Mann, ist der Oberlacher Feuerwehr. Freiwillige. Oder der Vater, der ist ja tot, der ist ja verbrannt. Aber macht bei der Feuerwehr alles. Mhm. Und dann in der Feuerwehr tut er noch spielen und so weiter, die Kapelle und so weiter, oder? Der Dieter. Ja, genau. Unser Schwager. Ja. Deswegen sage ich, unsere Feuerwehr in Westerwald ist für mich die Beste. So. Ist sie eben. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Super Arbeit. Wenn ihr das nicht macht, bitte Leute. Wer soll das denn machen? Ihr habt wirklich super. Ja, richtig. Super, Jungs. Sehr gut. Haben die Jungs wirklich schön gemacht, gell? Das Haus ist geschmückt, aber das Wichtigste fehlt noch, der Weihnachtsbaum.
Manni und Uwe fahren in den Wald, um ein besonders schönes Exemplar zu suchen. Auch das hat bei den Ludolfs Tradition. Hier in dem Westerwald, in den meisten Gemeinden, steht jedem Bürger ein Weihnachtsbaum zu. Kostenlos. Ja, aber keine Edeltanne, da muss man ein bisschen beizahlen, aber das sind normale Tannenbaum. Und jeder Bürger darf sich einen Baum selber schlagen. Also am besten muss der nicht zu lang sein. 1,90 Meter buschig. Ziemlich nicht zu buschig, Manfred, buschig. Das geht nicht. Das kommen wir da nicht hin, wo der Peter ich sitzt. Den stutze ich dann weg. Den kriegst du von Peter ein. Das ist egal, er wird buschig. Und da muss ziemlich voll sein, gleichmäßig voll. Ja, buschig. Mit der ist hier wieder zu leer. Das ist nicht buschig. Der ist ein ziemlich... Manfred, was wird das hier, so ein kleiner hier? Ne. Ne. Ne? Ne. So, da wollen wir die Plätzchen anfangen. Erstmal die Eier. Mal sehen, ob das so klappt. Ich muss jetzt hier das Eigelb nur reintun und das andere wegschmeißen nicht, sondern essen wir so und so. Aber das tut man nur Eigelb rein, wegen die Plätzchen, dass sie schön feste werden und locker. Also in eins, also schön lecker werden. Wie bei einem Italiener. Der tut auch einen Teig irgendwie kneten. Doch, hört schon was. Aber das ist klebrige Zeug. Ich könnte Autospachtel damit machen. Manche Frauen müssen 60, 70 Mal so viel machen. Tut mir leid. Langsam, da piekt der kleine Schweinehund hier. Ich muss von der anderen Seite. Der tut mir Ärger. Er piekt mich auch. Ja, das ist das. Das ist das. Der piekt. Aua. Er piekt, der macht Aua. Ach. Sag mal, hier haben wir unser Baum. Ey, meine Sägeblatt hast du kaputt. Du hast ganz andersrum soll ich machen. Ich sehe nochmal ein bisschen nach. Ja. Siehst du. Du hast mir nicht gut gesägt. Du hast doch gesägt. Wie ein Biberschindet. Siehst du, wie ein Biberschindet. Sag mal her, ist sie noch gerade? Ja. Mal gucken. Gib doch mal her. Die ist noch ganz im Baum. Hey, du alter Knick, ich muss den schweren Baum schleppen. Au, ah, der ist... Ich nehme noch die schwere Säge schon mit, Manfred. Zeig mal, was du kannst und ab jetzt, Jung. Guck, hier ist ein Hase jetzt. Wie schön der geworden ist. Weißt du noch, wie bei den Muttichen. Aber die Mutti soll sehen, dass wir es auch weitermachen, gell? Ganz genau. So, das kann dann auch auf dem Blech. Schön. So, erst ist fertig. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Der Uwe, der Mann, ich bin noch anständig, ich bin die schwere Säge und das ist ein Baumschlepper. Du bist der Faule. Der hat mit Faul nichts zu tun. Doch. Einer muss ja überlegen, was der andere machen soll. Sehr gut. Zu so, Manfred. Klappe. Klappe zu, die Blätter lassen wir hier, da ist alles Dünger wieder. So, wer auch hingehört. So, Manfred, wir können abhauen. Sehr gut. Na, du siehst ja richtig fertig aus. Das kannst du vorstellen. Bin auch fertig. Das Kneten. Das ist schlimmer wie Schwerarbeit. Und das müssen die Frauen machen. Und ich mache nur so wenige Kekse. Mir tun wirklich die Frauen leid. Hochachtung, Hochachtung für die Frauen. Was die Feste machen, das ist fast unmöglich. Gell? Das arme Geschlecht ist richtig stark. Das mal was anderes. Na, ihr Säcke, wo wart ihr denn? Auf hier. Moment, jetzt müssen wir ein bisschen schütteln. Boah, ist ja groß.
Oben die Spitze. Viel größer, da kommst du überhaupt nicht dran, du kleiner Zwerg. Ist doch geil, wa? Geil. War ein so schöner Absolut Baum. Geil. Und auch einigermaßen voll. Was? Habt ihr ein... Da war der Uwe. Was habt ihr da gemacht? Peter hat kaputt gemacht. Ach, Peter macht doch alles kaputt. Ja. Wir bringen den Mitte, wir machen das kaputt. Wieder. Musst du alles kaputt machen, Peter, du alter Sack. Der hat ihn kaputt gemacht. Aber guck dir mal, das ist so schön, wa? Jetzt ist er wunderschön. Ja, wir haben auch vor 2 Stunden an einem Baum gesucht, wa? Wie romantisch das riecht. Richtig nach Weihnachten. Ja. Morgen ist Heiligabend und die Brüder haben 10 Verwandte zum Essen eingeladen. Peter muss heute noch den Rotkohl zubereiten, denn er will sich streng an das Rezept seiner Mutter halten. Die war der Meinung, dass Rotkohl nie aus dem Glas kommen darf und mindestens 24 Stunden köcheln muss. Das ist Arbeit für Verrückte. Das Weihnachtsfest ist ein hartes Fest. Das ist ein Teil. Das ist was wie Gefangene. Ein Knast. Hört immer härter. Das waren also Zotten. Bei Mutter gab es das ja auch so lecker. Aber fertig, ich brauch's ja nicht machen. So Baller war ich ja nicht. Da habe ich gegessen gerne. Lecker. Ich will es ja auch machen. Aber ich bin noch nicht so sicher mit den harten Zeug da. Mann, die Frauen, die tun mir leid, erst beim Blitzen gebacken, dann da. Das ist ja eine Knochenarbeit. Aber ich bin dann naturbewusst. Das mache ich, weil es Erinnerung an die Mutterchen ist und Vaterchen und Omi. Und an so Monika, unsere Schwester. Und Peter, brauchst du mich heute noch? Ey, Moment. So, nein, ihr könnt fahren. Bis morgen. Okay, tschüss, bis Schönen morgen. Schönen Abend. Dann noch viel Spaß, ne? Viel Spaß, bis morgen, Kleiner. Bis morgen, Peter. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. So, doppelt hält besser. Ah, sieht gut aus. Die gute Butter bringt einen schönen Geschmack auch noch dazu. Vielleicht haben Angst wegen die Kalorien. Blödsinn. Es wurde bewiesen, dass Fett überhaupt bei manchen Leuten überhaupt nichts ausmacht. Wenn sie nicht das Fett gegessen haben, haben sie mehr zugenommen als abgenommen. Umgekehrt, wo sie das genommen haben, haben sie abgenommen. Nur das dauert unwahrscheinlich lange. Sie können schon etwas reintun. Peter kommt ins Grübeln. Er hat erst 2 der 5 Rotkohlköpfe kleingeschnitten. Dafür hat er über eine halbe Stunde gebraucht. Das ist auch immer viel zu lange. Wir sind doch moderne Menschen, wir sind doch nicht mehr. Alle haben dicke Maschinen, alle fliegen am Mond hoch schon oder durch die Luft. Und was wollen wir nicht etwas modernisieren? Ist ja kein Betrug, ist nur Verbesserung. Uwe und Günther sind bereits zu Hause und Manni sieht in seinem Zimmer fern. Im Schutze der Nacht wagt es Peter, mit der Familientradition zu brechen. So, das ist die ideale Idee. Der ist fertig. So. Oh, bin ja nicht blöde. Oh, der sieht besser aus. Die merken das nicht manchmal beim Essen. Schmeckt ihnen genauso gut. Wenn sie die guten Nudeln schon nicht mehr mögen. Ich bin ein moderner Mensch. Was soll ich das nicht machen? Das kapieren die so und so nicht. Wenn die schmecken, schmeckt es genauso gut. Oh, der sieht gut aus. Fantastisch. Siehst du, und der kocht nicht mehr so viel ein. Ist ja noch nichts dran. Den Geschmack gibt man erst. Das ist hundertprozentig. Wenn ich kriege ja nicht aus dem Mehl sofort einen Kuchen. Ich muss ihn auch erst machen. Logische Sache, gell? Und so ist das nur das Grundnahrungsmittel. So. Jetzt das nicht auffüllt, werden die Scheißgläser weggeschmissen.
Peter? Ja, Manni? Morgen ist Weihnachten. Und die Sabine hat uns ja gesagt, die will uns eine Überraschung machen. Da gibt es vielleicht so Geschenke, das wissen wir noch gar nicht. Sie hat auch richtig Spaß, dass Weihnachten morgen ist, Peter. Manni, freu dich doch. Ich freu mich ja. Warte ab, was es gibt. Ja. Aber schlaf jetzt endlich, Manni. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni. Der Weihnachtstag. Gans und Pute müssen ausgenommen und gefüllt werden. Manni hilft Peter, wo er kann. Na, schön frisch. Wir können altes Gammelfleisch haben. Hört man heute im Fernsehen alles immer. Meine Mutter hat nur eins immer gemacht als Tradition, den alten Hintern da hier ab. Ach. Denkst du was? Und wer hat den früher immer gegessen? Der Uwe. Ach, der Uwe? Ja. Ja. Der Uwe ist ihn gerne. Unappetitlich im Hintern. Weg damit diesen. Ein Fehler haben wir gemacht. Kennst du einen guten Trick, was man mit Zwiebeln macht, dass es dann nicht die Augen brennen? Ja. Normalerweise tut man sie einen Tag vorher in den Kühlschrank, dann tun die Augen nicht tränen. Du weißt eins nicht. Die Tränen, die was du jetzt kriegst, sind Freudentränen, weil der Herr Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Sei du zufrieden. Jetzt setzen wir das System an, was die Mutter gemacht hat. Ich kriege den Beutel nicht rein, total gefroren. Man sieht, hört man. So, einmal rein. Ein paar Sekunden abwarten. Fantastisch. Was heißt es, was er alles macht, gell? Ja, die Mutter ihre Kochsachen sind schon gut. Die Armviecher tun mir leid. Aber ich habe auch Hunger. Rechts einmal tun sie mir leid. Und ein Glück weiß ich nicht ihren Namen. Langsam komme ich schon rein. Das will mir wegen Tierarzt. Eine Geburt helfen. Wie ist die Temperatur von dem? Total abgekühlt. Nicht gut. Kannst du irgendwas noch machen? Nee. Das Kind kann ich noch rausholen. Der Kopf kommt schon raus. Der Hals. Fantastisch. Weihnachtliche Geburt machst du. Der hat einen schönen Hals. Einen wunderschönen. Guck mal hier. Da oben hing der Kopf. Und das was unten. Guck mal, ein Alien. Das ist das eine gerade. Ja, sieht auch wie ein Alien. Ja. Das sieht ja fast wie von Alien was aus. Brauchst du nur einfach nehmen und dann noch ein Suppengemüse. Den schmeiße ich hier rüber. Ich muss ja hier nochmal gucken, ob da noch was drin ist. Dann guck mal nach rein. Wie eine Überraschung. Ach. Da muss irgendwas sein. Da muss ist Leber, Herz, Niere, Magen. Das ist alles drin. Finger aufpassen. Du schneidest für dich an die Finger. Man schneidet immer vom Körper weg und nicht Körper hin. Ein Finger weg ist nicht ganz schlimm. Man hat 10, 12 Finger. Guck mal nach, ob das Herz muss drin sein. Das Herz schmeckt gut. Da ist die ganze Liebe. Da kommen sie raus, die Leber. Die Leber ist nicht so gesund. Da sind die ganzen Schadstoffe drin. Armes Tier. Haben wir es geschafft. Jetzt bist du fertig? Ja. Jetzt kannst du etwas ausruhen. Nochmal Dankeschön für die Hilfe zu Weihnachten. Bitte, ich helfe Uwe. Geh die Jungs hin und helf dir mal etwas. Okay, mache ich. Dass sie nicht einschlafen. Bis nachher. Bis nachher. Uwe. Mhm. Aufstehen, sie gehen mal draußen. Das vor. Komm. Das war... Oh, muss man auch noch weg, Mann. Ach komm. War gerade so schön am Dicken. Ja, komm, gehen wir mal raus. Ach komm, lieber Uwe. Viel Spaß. Endlich. Das hat die Mutterchen auch immer gerne gemacht. Ich habe sie richtig füllen lassen. Da hat sie gezeigt, wie das geht. Die hat gesagt, ich soll es auch lernen. Man weiß ja nicht, was geschieht. Wir leben nicht ewig, sagt sie. Haben wir aber nicht geglaubt, gell? Ich lasse auch meine Eltern jetzt kommen. Und die Eltern sind für mich immer da. Wenn ich nochmal geboren werde, nehme ich sie nochmal als Eltern. Immer wieder. Ohne zu fragen. So. Lass dich da kommen, mach mal schnell hin. Bevor Peter das sieht. Ich brauche nicht alles mitbekommen, tun wir ja mit überraschen.
Ach, der krittert das sowieso nicht mit. Dann tun wir uns wieder seinen Double, seinen Doppelgänger da oben auf dem Dach drauf. Ach, Manfred, das kriegt er sowieso nicht mit. Was hast du denn? Der drinnen, der liegt bestimmt wieder auf dem Stuhl am Schlacher, so ich kenne. Jetzt mal gucken, was da überhaupt drin ist. Oh, da ist ja ein Haufen Zeug drin. Wo ist denn ergattert? Von der Freundin geschenkt bekommen. Die kommt nochmal in die Wiese. Machen wir immer das große Ding da auf. Peter schiebt die Gans in die Röhre. Jetzt müssen sich Manni und Uwe beeilen, damit ihre Überraschung nicht auffliegt. Ah, schön. Gleich bei den Ludolfs. Die Brüder besuchen das Grab ihrer Eltern. Das tut weh, wenn man dann sieht, dass sie hier liegen und so. Das ist im Schlimm. Oh, ihr seht ja schick aus. Und merkt die Familie beim Festessen, dass Peter beim Rotkohl geschummelt hat? Thomas, das Rezept ist schon von Rotkohl fast 100 Jahre alt. Heiligabend bei den Ludolfs im Westerwald. Die Brüder sind im Weihnachtsstress. Peter bereitet den Gänsebraten zu. Uwe und Manni tüfteln an einer kleinen Überraschung für ihren Bruder. Oder steht er verkehrt rum, Manfred? Ach, das ist das der Kopf, der grüne Ding? Ah, nee, seitlich, da ist der Sack. Komm, armer Weihnachtsmann, ich helfe dir. Der hat sogar eine schöne Hand. Ja. Aber die Nase, die ist noch nicht da. Das ist ein ganz lieber Weihnachtsmann. Er kommt, ja. Alter, Säckchen ist aber voll. Manfred hat reichlich Geschenke dabei, wa? Ja. Lass uns mal überraschen, was da rauskommt gleich. Ach, was geht da? Das war so viel Arbeit. Ja? Die ganzen Vorbereitungen. Mit Essen und alles, gell? Au. Au. Den Adventskranz, der sieht ja wirklich schön aus mit den Kerzen drauf. Ja. Habt ihr schön alle vier schon angemacht? Ja, Uwe hat eine paar gestern, haben wir alle vier angemacht. Ja, heute ist ja auch erst. Eben. Drehst du mir mal bitte den kleinen Weihnachtsmann da rum, den grünen? Kein Problem. Aber nicht anmachen. Fantastisch. Hauskinder, ich habe so viel zu tun gehabt. Ich will wenigstens mal so fröhlich sehen, weil ich jetzt relaxen will, mir ausruhen. Wenn ich gleich aufwache, will ich eine schöne Nase und alles sehen, gell? Das stört nicht, das Ding auch nicht anmachen, gell? Okay, dann tu relaxen, hab ich meine Ruhe. Auch deine Nase. So. Sieht aber schon mal gut aus, Manfred. Ja, ich komm mal runter. Der ist eher unten, wie du unten bist. Hier, Uwe. Ja. Hier bist du vier Bänder. Genau. Und da will ich die so verankern. Hast du die Indianerfilme gesehen, wo sie die Leute gevierteilt haben? Aber ich will sie hier nur verankern, nicht vierteilen. Dann tu sie mal verankern, ja. Okay. Schön festhalten, dass ich fällst, kleiner Dicker. Ich glaube, du musst ein bisschen festhalten, den Schlitten. Halt fest, Manfred, ja. Aber du mit einem dicken Hintern da rumrufst, ist klar, dass der rollt. Ich komm mal runter. So, komm mal unten, mal gucken, ja. Mach langsam, Kleiner. Ich passiert jetzt schon nicht bei mir. Der müsste noch unten ein bisschen mit den Arsch gerichtet werden. Schlecht aussehen tut ja so nicht. Ja, warum muss er gerichtet werden? Das steht doch nicht schlecht. Ei, Peter, guck mal hier. Ja, unser kleiner Peter. Komm mal gucken hier. Ja, komm mal runter. Wir haben dich doppelt als Ebenbild gekriegt. Ja. Komm. Günther. Ach, ist das schön. Ja. Ein riesigen Weihnachtsmann. Bestimmt 2,50 Meter oder 2,80 Meter. Haben Sie den aufgepumpt her? Und alles. Ach, wunderschön. Ich muss raus. Okay. Das geht nicht anders. Tschö. Ja, du bist. Ja, sollen wir jetzt da oben drauf bleiben, Uwe oder Peter? Uwe abgewehrt. Du bist so ein richtiger Weihnachtsmann. Und du bist so ein kleiner Trottelmann. Peter! Wir waren es am Streiten. Sollst du das sein oder soll ich das jetzt sein? Uwe, das bist du doch. Ja, wir haben immer gedacht, den dicken Bauch hast du, aber ich habe ja auch schon so einen dicken Bauch. Was? Aber hey, hast dir was aufgefallen? Ja. Guck mal, was für dicken Schlitten der Weihnachtsmann hat. Ja. Der fährt Mercedes, oder? So den Schlitten hat er und schlägt ganz einfach, Junge. Ja. Uwe hat denselben Mercedes gefahren. Ja. Genau. Er fährt sein Ebenbild. Auch. Ja. Wo kommt das jetzt auf einmal? Das war eine zweite Prüfung. Ist die leer, der Sack, oder nicht? Ja, dann ist die zweite Prüfung. Hol.
Zuckerkaltmäßigung! Du bist auch der Weihnachtsmann! Benimmt euch lieber auf Weihnachten! Ja, Weihnachten! Ich will auch sagen, weihnachtlich. Es muss weihnachtlich sein. Jetzt wollen wir keinen Spaß mehr weitermachen. Du bist der Weihnachtsmann, ich werde das Essen weitermachen. Mach mal Essen. Tu das rein, kein Problem. Wir haben ja auch Hunger. Ich schreibe nicht da drum, Peter. Ja, mach mal einen anständigen Braten fertig, wa? Dann mach ich Futtern kriege. Natürlich. Wir tun noch ein bisschen was Schafe, ein paar Dollarheiten machen. Peters kulinarische Spezialitäten sind eigentlich pikante Nudelvariationen wie Rigatoni mit süß-scharfer Zigeuner-Hackfleischsoße. Beim Würzen seines Bratens geht er ungewohnt zurückhaltend vor. Fantastisch. Jetzt hat Peter Zeit für eine Pause. Der Braten muss noch mindestens 2 Stunden im Ofen bleiben. So. Mhm. Und wie sieht's mit unserem Braten aus? Sehr gut schon. Oh. Aber es riecht man auch langsam. Ja. Hierher. Ja, ganz ehrlich, Jungs, der Dreirad gefällt mir, was ihr da gemacht habt. Tür verschmückt und so weiter. Aber ich habe hier einen Goliath. Der andere ist ein Tempo. Der hat ja eine Kardanwelle, siehst du? Und der Reifen, der dreht sich original, siehst du? Dreht sich auch. Oh, ja. Unser Weihnachtsmobil hat ja einen Frontantrieb. Ja. Und ja. Dein Goliath hier, was du gebastelt hast, einen Heckantrieb. Heckantrieb war besser. Und, ja, das genau. War wie ein Panzer. So ist es. Aber kein Dreirad, das war ein Panzer. Der Goliath war wunderbar. Kinder, überlegt mal. Was wir Weihnachten noch immer gerne machen. Mhm. Jetzt haben wir ja kein Goliath, ein Tempo, ist ja fast dasselbe. Dasselbe im Prinzip. Ja. Da fahren wir zu unseren Eltern, zu Moni und Omichen. Auf dem Friedhof tun sie Weihnachten alles Gute wünschen und alles. Nachher kommen die ja so hierher, aber auch sehen, dass wir ein Grab bei denen sind, wie immer das machen. Gell? Und lass mal losmachen. Sollen wir nachher machen, Jungs? Ja, komm. Komm, wir fahren mal los, bevor wir hier verrichten. Okay. Mal los. Abgemacht. So, Jungs. Dann Peter raus, komm Jungs. Okay. Behalte die Stellung, wir kommen gleich wieder, wa? Ich tue sie alle schön für dich mitgrüßen, unsere Eltern. Die Brüder halten das Andenken an ihre verstorbenen Angehörigen sehr hoch. An Weihnachten werden besondere Erinnerungen wach, auch an Schwester Monika, die nur 26 Jahre alt wurde. Hi Monika. Oh je, 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 je. Ein Ast. Nimm's mal weg, Mini. Ja. Na, Monikachen. Das legen hier Engel hin. Hast du versteckt, Manfred, sieht man gar nicht. Ja, der ist ja für Monika, den braucht man nicht sehen. War ein liebes Mädchen immer gewesen. Habe ich nicht zu schätzen gewusst, früher in seinem Leben war noch. Doch, ich ja. Viel zu wenig, aber. Sie war immer lieb. Alles Gute, Monika. Und frohes Weihnachtsfest. Und frohes Weihnachtsfest dir, Monikachen. Okay. Das war einmal ein Schatz. Guck mal, Manni, das sind Zeichen. Die Monika hat es immer schön hell gehabt. Ja. Die Sonne geliebt. Richtig. Komm. Sie war immer so ein Lieb.
aber dann ist das immer so wie endgültig, weißt du? Und so ist das in Erinnerung. Dann habe ich sie immer so im Auge, wie es ist und nicht, wie sie da unter die Erde liegen. Da habe ich eine ganz komische Einstellung. Und so sind sie für mich immer da. Ab da, wo ich denken konnte, waren das immer Traumeltern. Also kann man sagen, ein Leben lang die besten Eltern, die man hatte. Und für uns sind sie es heute noch. Ach ja. Ah, ihr beiden, ja. Ja. Ich stell mal bei Mutti den Engel ab. Ja, der Vater hat viel zu früh verlassen, wa? Wohl beide. Wir hätten beide noch da sein können. Gut. Meine Mutter hat ja lange genug Qualen gehabt, wa? O Tannenbaum, wie grün sind deine Nadeln. Nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Moment, ich hab dich gehört. Nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter. Wenn es schneit. Uwe! Ich brauche einen Ständer. Wie hast du noch? Ich brauche einen Tannenbaumständer. Ein Tannenbaumständer? Tannenbaum, ja, du gehst den neuen, den modernen, gell? Super, den elektrischen. Der ist hier. Es gibt auch schon, aber ich will einen mechanischen. Aber dann tut er sich spannen automatisch. Richtig. Ja. Uwe. Tusch auch, was fertig sind. So. Aber die ersten habt ihr auch an der Uwe. Was war ich da nicht schön mit dem Tannenbaum? So lieb, schmückig hin. Das ist ein Naturliebhaber. Das ist unsere alte Elfie. Es gibt mal einmal ein Jahr, da ist der Baum praktisch nur in Gold, dann mal in Blau, dann in Grün und jede 2-3 Jahre, da lasse ich einen bunt. Je nach Geschmack. Es gibt aber einen Baum, dann ist er einmal fast nur in Blau. Muss auch sein. Aber das ist die Kunst, immer aus bunt zu machen, dass das auch nicht steigt. Ich kann das nicht hier wieder, wo die blaue Kugel ist, die blaue Kugel hinmachen. Das passt da nicht. Da müsste ich den Baum komplett blau machen. Aber ich kann es hier machen. Und das sieht ja schick aus. Super schick.
Die Zeit wird etwas knapp. In einer Stunde kommt die Familie zum Essen. Peter, Manni, Uwe und auch Günther legen sich ins Zeug und versuchen, ihrem Büro noch schnell festlichen Glanz zu verleihen. Traditionell. Wunderschön. Oh. Aber der Tisch ist mir zu groß geworden, weißt du? Das ist gelaufen. Schöner weihnachtlicher Tisch. Ist das romantisch? Guck mal, wenn ich jetzt rausgehen muss, dann muss ich so, dann muss ich einen halben Kilometer umsonst laufen und so. Und so konnte ich einfach hier durchgehen. Und weißt du, was noch fehlt hier? Was denn? Es ist fast perfekt, aber es fehlt das I-Pünktchen. Und das ist? Was gehört, das ist nicht mal so wichtig. Was war bei Mutter Tradition? Peter? Ja, was musste jedes Jahr sein? Das hat auch unser Lied. Unser Heinchen. Das ist wichtig. Weihnachten ohne Heinchen, das gibt es nicht. Unser lieber Heinchen-CD. Früher war das. Oh. Guck mal, das gehört immer zu Weihnachten, zu Heinchenlieder. Ja. Soll ich sie hinstellen? Stell sie hin. Ich mach sie mal an. Mach mal. Siehst du? Das ist an. Ziemlich laut, wa? Natürlich. Mach nichts. Nicht, dass die Ohren rausliegen. War das nicht schön, Jungs? Ja. Mit Heinchen im Ohr und Romantik im Herzen widmet sich Peter jetzt dem Feinschliff seines Bratens, der Soße. Ohne Soße schmeckt es überhaupt nicht. Erstmal ist es zu trocken. Dann kann man sticken. Das soll man nicht machen. Zweitens, ohne Soße schmecken die Kartoffeln nach gar nichts. Das ist genauso, wenn man Kaviar isst, dann tut man einen Sekt, also Champagner oder so weiter, beitrinken. So ist für die Armen auch die Soße. Auch die Reichen essen genau die gerne die Soße. Komm. So ist es wirklich. Günther Sagen an der Tür. Tja, will ich mal gucken. Hallo, Hallo Biene. Frohe Weihnachten. Guck mal, wo die anderen sind. Ja. Na, ihr zwei. Ah, Biene. Frohe Weihnachten, Biene. Frohe Weihnachten und alles klar. Alles klar. Ach ja. Frohe Weihnachten. Oh, ich bin auch müde. Peter kann kochen. Noch. Peter soll kochen. Da kommst du mal schnell mit ab und nach unten. Komm mit. Gut. Komm mit. Ja. Ich nicke weiter, ja. So ein Holzlöffel aus Kunststoff ist unwahrscheinlich gut. Der kann nicht anbrennen, sieht nicht so braun aus. Was Besseres gibt es überhaupt nicht, wenn es so stabiler ist. Es gibt welche, da bewegst du, fällst auseinander. Dann hast du die Hand in den Topf und hast sie verbrannt. Du kannst das Essen wegschmeißen und den Topf noch. Also das Innen dadurch. Nee, sieht schon schön aus. Nochmal die Liebe ganz angucken. Ach, sieht die gut aus. Fantastisch. Dalle. Das schauen wir mal. Und was das sind super Geschenke. Kleine, schöne, zierliche Mini-Pakete, ne? Sind die groß. Und bist du überhaupt nicht neugierig? Was doch! Ich verrate dir aber nichts. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist tatsächlich. Uiuiui, da fliegt auch. Hui. Das sind super Pakete. Ja. Oho, super. Na, ihr zwei, was sagt ihr zu den kleinen, zierlichen Paketchen? Das sind bestimmt Modellautos dran. Das groß, was ich sage. Modellautos, das kannst du aber abhaken. So groß. Hast du keine bessere Idee? Hi, Bienchen. Erstmal knuddeln, gell? Frohe Weihnachten.
Sehr gut. Das ist gut. Ich bin dauernd am Kochen schon. Alles fast fertig. Das riecht mal. Riecht mal, gell? Peter? Ja? Ich mach jetzt die romantische Beleuchtung an. Dann machen wir mal hier. Ich geh mal hier rüber. Ja. Und dann gucken wir mal, gell? Ziehen wir mal die Jacke aus und setze ich mal bei euch. Oh, das sieht ja gut aus. Sieht ja richtig klasse aus, ne? Ja. Ich setze mir hier schön in der Ecke rein. Genau. Guck mal, das sieht doch toll aus. Oh. So wie Papa und Mama es immer haben wollten. Super. Ne? Wunderschön. Herrlich. Ja. Der Zwerg ist der Manfred. Ja. Ja, gewisse Ehre. Der Manni-Zwerg. Hundertprozentig. Siehst du die Nase? Jetzt soll ich mal machen. Das mal ist Rufe. Mach mal an, zeig mal. Mann. Apropos, wollen wir nicht auch mal singen? Ja, Kinder? Gute Idee. Bis die Bescherung kommt. So, dann machen wir, dann alles fängt zusammen. Wir an. Oh, Tannenbaum. Alle zusammen, ja. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ey, Günther, du hast es weggesetzt. Das war so schön und der hält sich die Ohren zu, das gibt es doch nicht. Hey! Wir haben so viel gesungen. Und zwar, ich packe die Geschenke auf. Ich denke, das ist eine gute Idee. Das größte Modellauto ist meins. Wie kommst du denn immer auf Modellautos? Ja, weil ich Modellautos sammle. Ja, ja, lasst euch mal überraschen. Habt ihr denn schon eine Idee? Ah! Und? Und? Ich weiß es. Es ist ein... Karo. Ist doch ein Modellauto. Ja, ist gucken wir was andere. Dann habe ich den roten Mist. Ja, nimm mich schon, gell? Du machst das so gut. Mach mal weiter. Hallo. Noch ein Auto? Nein. Nein. Das ist eine komplette Bahn. Oh, und guck mal, wie schwer. Super. Oh, Gott. Und welcher verrückte Bahn? Was ist da drin? Das sind die großen Modellautos. Na, und was haltet ihr davon? Oh Gott, das ist schön. Sabine. Ja. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Gott sei Dank. Ja, danke schön. Das Richtige. Hätte ich mal eine gute Idee gehabt. Danke schön. Ja. Das ist was Gutes, mal. Ach, wenn ihr Spaß dran habt, dann bin ich zufrieden. Auf jeden Fall. Der Rest der Ludolfschen Weihnachtsgesellschaft kommt an. Die Familie von Uwe und Schwester Biene. Ich lese jetzt das liebe Christkindchen rein. Die Zeit ist gekommen. Jetzt ist die richtige Zeit. Ja, mach das. Gut. Ich mach schon mal die Kerzen an. Ja. Können wir gleich fahren. Frohe Weihnachten. Oh, ihr seht ja schick aus. Frohe Weihnachten. Janika kommt gleich hier hin. Da kommt dann der Schimmel. Dann essen wir gleich Rotkohl. Boah, hier der Rotkohl, der riecht. Da könnte ich mich so reinsetzen. Der ist schön. Boah. Da merkt man doch Mamas altes Rezept, ne? Mach vorsichtig, nicht, dass ich nur den Finger schneide. Hier? Ja. Bring ich schon mal Karin. So. Ja. So, eine Portion ohne Rotkohl. Weiß gar nicht, was der entgeht, Karin. Ah, das schmeckt ist gut, doch. Der, ja, der Rotkohl nach Mamas Rezept, der schmeckt spitzenmäßig. Ich wollte gerade nur die Rotkohl. Ihr kriegt jetzt auch. Guten Appetit, alle miteinander. Appetit, alle zusammen. Dankeschön, das war aber lieb, dass du mir mitgebracht hast. Juliana, ich stelle dir hier deinen Stuhl hin. Dann gehst du zum Peter, ne? Sabinchen. So, ja. Bevor gegessen wird, wird erstmal ein Gedicht aufgesagt. Ja. Ein Gedicht? Ja. Und das kann die Janerchen am besten. Ja. Die ist perfekt da drinne. Bitte schön, wo das da drinne steckt. Alle mal zuhören. Und nicht schnell vor, weil wir alles Feste kriegen. Na, Uwe! Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wunderbar. Ja, Dankeschön. Wunderbar. Fantastisch gemacht. Ja. Dankeschön. Wirklich schön gemacht. Und nochmal ein frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten und guten Appetit. Guten Appetit. Und der Rotkohl. Also. Ich mache auch noch Mamas Rezept, kriegen aber nicht so gut hin wie der Peter, muss ich leider zu eingestehen. Die Mutter hat uns ja alles beigebracht, wie ich. Thomas, das Rezept ist schon von Rotkohl fast 100 Jahre alt. Peter hat alles richtig gemacht.
Keiner bemerkt seinen Bluff mit dem Rotkohl aus dem Glas. Allen schmeckt's und er hat sich viel Stress erspart. Peter, da soll man nicht. Kannst irgendwo in Hotel oder Restaurant gehen und als der Sternekoch anfangen. Morgens um 3. Die Brüder widmen sich wieder ihrer größten Leidenschaft. Okay. Und Feuer frei. Stell dich mal wieder hin. Manfred, du fährst Auto. Ich hab gewonnen, ihr Pflaumen. Nee. Er hat den Wagen kaputt gefahren, Uwe. Hey. Ich hab's gesagt. Oh. Ich fahre so lecker, ich fahre weiter. Sieh mal, Schuhmacher. Ich will auch. Ach, du spinnst es. Wer zuletzt fährt, ist Sieger.